Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder spät und ich melde mich noch kurz. Mein Name ist Kiria van de Kamp, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Hebamme und Coach für Frauen hauptsächlich. Und ich war heute spazieren mit meiner Tochter und wir haben unter anderem über das Thema geredet, wo lenke ich meinen Fokus hin, auf was im Leben fokussiere ich mit all den Dingen, die passieren. Und da habe ich auch schon öfters drüber gesprochen. Und wie schnell es einfach passiert, dass wir unseren Fokus auf den Mangel lenken, auf das Negative, auf das, was nicht da ist, das, was nicht funktioniert, das, wo Leiden ist, wo Schmerz ist. Und ich habe so gemerkt, ich glaube, ein Teil, warum wir das ganz viel machen in Gesprächen, ist auch, weil gemeinsames Leid verbindet. Das ist etwas, was uns mit anderen verbindet, wenn wir merken, da haben wir was gemeinsam. Oh, da leiden wir zusammen. Aber wehe, einem geht's gut und dem anderen nicht. Ja, eine kann das nehmen, irgendwie als Unterstützung. Aber es ist echt herausfordernd, Gespräche auf einem Level von was ist alles toll zu halten und auf Freude zu halten. Und ich spreche oft auch von einem Paradigmenwechsel, weil wir kommen einfach gesellschaftlich gesehen aus einem Paradigma des Leidens und wo wir eher für Leiden anerkannt werden oft und das uns mit der Gemeinschaft, mit der größeren Gemeinschaft verbinden. Und wenn wir es wagen, darüber hinaus zu wachsen und in unserem Strahlen zu sein, dann kommt oft die Angst und es kommt auch häufiger, dass andere versuchen, einen runterzuziehen. Es gibt dieses Krabbenkorb-Syndrom. Vielleicht kann ich da ein andermal Video noch mal mehr darüber erzählen. Und dass, wenn du einfach nur strahlend toll von deinen Freuden und von deinen Erfolgen erzählst, dann stehst du schnell mal alleine da. Das habe ich in der Geburtshilfe genauso gemerkt mit den Frauen, die ekstatischen Geburten haben. Denn das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt habe. Lustvoll gebären, wo manche denken, das kann doch nicht wahr sein und das auch versuchen anzugreifen, das kann doch nicht sein. Wir hatten oder ich hatte nur schmerzhafte Geburten. Und dass sich die Frauen mit den guten Geburten oft auch nicht getraut haben, das zu teilen. Also dieser Fokus auf die Freude, auf die Ekstase, auf das Schöne, wird nicht überall gerne gesehen auch. Ja? Weil das oft andere triggert und sie dann das Gefühl haben, wenn sie das nicht haben, wie sie würden was falsch machen. Und ich wünsche mir so sehr für die Zukunft, und da bin ich ganz optimistisch, ich bin eine Optimistin, dass wir gemeinsam eine Kultur der Freude erschaffen und eine Kultur, wo wir uns gegenseitig feiern in unserer Freude, in unseren Erfolgen, persönlichen und beruflichen, in dem, was heute toll war, in dem, was uns gut gelungen ist, wo wir uns auf die Schulter klopfen können und dass das total okay ist. Und dass wir uns nicht nur über Leiden und oh Gott, geht's dir auch so schlecht? Ja, und mir geht's noch schlechter und ja, und hast du nicht gehört, die ist sowieso... Ja, also, dass wir rauskommen aus diesem uns übertrumpfen im wen geht's schlechter, ja. Sondern dass wir einander emporheben und uns loben, uns anerkennen und uns gegenseitig strahlen lassen. Aufhören, einander zu vergleichen, sondern uns zu freuen, aneinander und miteinander. Denn dann geht es uns allen besser, ja? Statt uns runterzuziehen in der Energie. Ich merke, ich übe mich gerade ganz viel da drin, negative Energie von anderen, wie schlimm das alles da gerade ist, so durch mich durchzulassen. Und ein Satz, den ich mir immer wieder sage, auf Englisch, ich rede mit mir viel in Englisch, ist, that's not the kind of reality I choose to be part of. Weil das ist etwas, was ich wähle, die Realität, dessen Teil ich sein will. Mache ich da mit bei dem Spiel oder nicht? Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mitmache. Und manchmal kann ich das wieder loslassen und mich wieder innerlich für die Freude entscheiden und sagen, okay, wenn du dich nicht für die Freude entscheiden willst, das ist okay, ich lasse dich da drin. Aber ich werde mir jetzt auch nicht wahnsinnig jetzt die Mühe geben, dich da rauszuholen, wenn du das nicht willst, wenn du da bleiben willst. Aber es ist okay, ich kann das anerkennen. Und ich sehe auch, dass das wirklich
Pioniersarbeit ist, sich immer wieder für die Freude zu entscheiden. Und das mache ich als in erster Linie in mir. Und ich bin nicht jemand, der sagt, ich muss immer nur lächelnd rumlaufen und ich darf nicht traurig sein oder so. Das tue ich sehr. Ich gehe sehr mit meinen Emotionen und gleichzeitig kann ich mich trotzdem immer wieder für die Freude entscheiden und immer wieder darauf zu fokussieren, was ist gut an dieser Situation? Was steckt für eine Wachstumschance für mich da drin? Und wie kann ich mich mit anderen über Freude verbinden, übers Herz verbinden? Deswegen kann ich trotzdem auch empathisch sein und Mitgefühl, wenn jemand gerade in einem schwierigen Stadium ist, in einer schwierigen Situation. Das tue ich auch in meinen Coachings. Ich gehe auch in tiefe Gefühle rein. Da scheue ich mich überhaupt nicht. Bei mir muss man nicht immer nur lächeln. Und mein Fokus ist aber immer in die Tiefen, die man oft negative Gefühle nennt, sich negativ anfühlenden Gefühle reinzugehen, um wie so den Schatz daraus zu bergen und wieder emporzukommen, sich neu zu gebären und dann wieder in die Freude zurückzukehren, in ein Meer strahlen, in mehr Weite. Ja, und das wünsche ich mir einfach, dass wir das miteinander immer mehr tun können, einander anzuerkennen, zu feiern und uns über Freude und vielleicht über Ekstase, über ekstatisches Sein, ich meine es gar nicht unbedingt sexuell, sondern über ekstatisches Sein zu verbinden. Und schon, ah, wie machst du das? Ja, super, toll, lass uns das teilen. Und ja, ich habe neulich gesagt, ihr seid mein Tribe und mein Tribe ist ein Tribe der Freude und auch der Authentizität und des Herzens und des Schoßes, Herz- und Schoßverbundenheit. Und da bist du immer herzlich willkommen. Alles Liebe.